Welche Richtung muss ich denn? Nach Süden musst du. Da, wo wir angefangen haben mit dem Schiff. Da, das wäre eine der. Also, das wäre die Stadt im Süden. Und wenn du nach Osten gehst, gibt es da auch nur noch eine Stadt namens Ende, also das Map-Ende. Habt ihr irgendwie was für ein Bloodpack oder so? Ich glaube, ich habe was. Ja, ich habe einen Bloodpack. Weil ich habe nur noch 20%. Ja, ich habe sie hingelegt. Ich habe leider nichts. Ich glaube, ich werde jetzt auch abdanken. Ich habe nicht mehr so viel. Ab einem bestimmten Grad verlierst du halt Blut, ne? Radiation, also. Okay. Dann würde ich sagen, fahren Brauchst du wir. so Tabletten? Ich habe nur einmal so ich hab Vitamine und Purification Tablets. Purification war, glaube ich, damit du Auch Sachen, die gegen moldy sind, Radioaktivität. clean machen kannst, so wie Wasserflaschen oder so. Schnell Und weiter. die bringen halt nur irgendwie so 3 oder 4% gegen Radioaktivität. Und Vitamine sind, glaube ich, 15%. Machen die wieder weg davon. Oh Ja. lol. Super. Das war ich Kevin nicht. explodiert. Das war ich nicht. Da trifft mich nicht die Schuld. War das ein Okay. Hattrick? Okay. Leuchtturm. Oh Gott. Nehmen wir mal hier. Ist Kevin gestorben? Ja, Muck hat ein Auto Nein, nein, angeschlagen nein, und nein, nein, gerade das jetzt Kevin Auto ist angelaufen, das ist explodiert. saudegradiert. Ich kann da nichts für. Boah, ey, du hast mittlerweile schon 2 Teamkills jetzt, Mucka, ne? Wollen wir Richtig, jetzt die ich Sachen sehe hier liegen sowas. lassen? Nee, nee, die nehmen wir mit. Wir nehmen das Haben nicht so Wichtigste viel mit. Platz. Kleidung nehmen wir mit. Eine Pie-Map hat er sogar. Nein, da liegt der Kevin. Nein! Oh, super, ich bin hier auf irgendeiner Insel. Okay, kann man schwimmen? Ja. Kannst Blautorch. du ja respawnen. Suizid. Okay, wir haben das Wichtigste mitgenommen, dann schnell weiter. Also, du sagst, wir haben das Wichtigste mitgenommen. Hier liegt noch Katana und die Map. Ja, die sind nicht so wichtig. Die beiden Sachen hätte ich gerne, die sind eigentlich am Nein, wichtigsten. habe ich schon Danke. mitgenommen. Steig ein, Luca. Ha! Ich bin in unserer Base. Okay, wir kommen jetzt auch dahin. Warte, hier sind wir heute Aber, eingefahren, ne? auf dem Krieg explodieren einfach Autos. Ja, man muss immer vorsichtig sein bei so einer Zombie-Apokalypse. Es war etwas überraschend. Was hat mich denn da hingetrieben? Hier habe ich mich verirrt, Luca. Ich weiß nicht, wo wir lang fahren. Ich glaube, Das ist schön. ich glaub, hier sind Fahren wir mit so eben einem nicht Lichtermacher hergekommen. vom Auto. Den Dresden kannst du das Auto nicht anmachen. Womit? Rechtsklick. Klingt aber weniger als meine Lampe. Hast du geschossen? Ja. Oh. Ich höre euch schießen. Hab einen Hirsch erlegt. Schnell, schnell Uhu. looten. Kannst du das Also, Fleisch das kannst du das mitnehmen? Fleisch finden. Okay, warte. Da kommen Ja, warte, Zombies. ich höre Nimm euch. du die Zombies. Erstmal gucken. Ja, ich hab schon. Hier ist nur noch Animal Okay, Pelt. dann schnell weiter, schnell weiter. Und Kevin hat uns gerade schießen hören. Komm mal zu den Schüssen, Kevin. Dann warten wir noch hier. Ja, ich schwimme gerade rüber. Hörst du uns? Hupen? Ne, guck mal, ich sehe euer Licht. Fahren wir weg oder fahren wir zu dir? Bleibt mal am besten einfach stehen. Nein, das Weil Auto hier. fährt. Oh mein Gott. Ich bin ausgestiegen und das Auto fährt ins Wasser. Bin nämlich über die Kuppe drüber bei dem Wasser. Über die Kuppe. Ja, jetzt fahrt ihr mir entgegen. Jetzt nicht mehr. Jetzt fahren wir dir entgegen. Also ich sehe euer Licht die ganze Zeit am Horizont. Jetzt müsst ihr uns sehen, oder? Oh, hier ist Ne, ein Camp. jetzt sehe ich euch gar nicht mehr. Okay, dann komm mal zu uns. Hier ist ein Unfall passiert. Luca, bist du ready? Was? Oh Gott, die Zombies halten schon mehr Ich aus. bin rausgetappt. Bin nicht rausgetappt. Überlebst du? Ja. Okay. Ich habe leider nicht mehr so. Oh, hier ist ein Morphin. Was passiert dann? Achso, da ist wahrscheinlich gegen Beine gebrochen, oder? Morphin ist gegen Ja. Beine brechen, oder? Kleidung ist da. Liegt ein Wundenschild noch rum. Dixie-Head.
Kinder Cola. Wie mache ich denn Crafting mit den Bandagen? Ach. Okay, 2 zu 1 ist es. Okay, wir müssen. Genau. Dann benutze ich eine. Dann kann ich mich ein bisschen gegenheilen. Wo auch immer die hin ist. Wahrscheinlich auf dem Boden, ja. Kornseeds habe ich 3-mal mit. Morphin mit. Okay. Morphin ist wahrscheinlich wirklich gegen Beine brechen oder so. Potato Seeds habe ich auch 1-mal mit. Und jetzt gucken wir mal, ob wir dich nochmal finden. Sag Bescheid, wenn du unser Licht siehst. Du schon mal harvesten und neu anfangen. Jo, das wäre super, Perry. Das wäre super. Bin jetzt auf der Sandstraße. Dann musst du da hier irgendwo sein. Hörst du das? Ja. Ihr seid rechts von mir, also. Ich glaube, ich bin jetzt gleich. Ah, ich sehe euch. Ich bin jetzt nämlich hier auf der Straße vor euch. Wo ist denn vor uns? Was bist du? Hallo! Nein! Und ich gebe das ist doch die Stadt Sachen hier vorne, wieder. Wo ich gestorben bin, oder? Ja. Halt ja, Hand, so kann Hand. Ich die Sachen nicht nehmen. Leg mal die Mucke. Ja. Mal anhalten. Deine Map, dein Katana, dein Helm. Dein Travel Pack, deine Steine. Und mehr habe ich nicht. Deine Bolzen. Und so, er nimmt so. Ja, ich habe das Wichtigste mitgenommen und nimmt einfach Steine mit, ne? Nein, ich hatte die vorher, aber ich wollte die neuen Kevin ausladen. Da habe ich mehr Platz. Hier ist ein Stein, kann ich den abbauen? Nein, das geht nicht. Ah, ich habe auch keine Spitzhacke. Perry, was hast du denn für einen Stein abgebaut? Wie sehen die Steine denn da aus? Essen. Wie Steine. Ach guck mal, der Kevin ist ein Premium-User und wenn man auf den mit der Maus geht, dann hat er einen gelben Namen. Einen goldenen Namen. Meine Trinkkanne hast du nicht mitgenommen, ne? Wir fahren nee, aber ich habe nur einen in der Kiste gehabt. Ja, sehr gut. Hey Kevin, guck dir mal an. Wie konntest du hier sterben? Gegen dieses Auto? Ja, weiß ich auch nicht. Das aber war steht da sogar unglücklich. Ein Stoppschild, da hättest du doch aufpassen müssen. Bin jetzt extra nackt für euch. Ich hab noch einen Katana gefunden. Mucka, willst du einen Katana? Nee, ich finde diesen Hammer ist 100-mal geiler irgendwie. Hier ist ein zugebautes Haus. Wie kann ich denn das aufmachen? Ja, ich glaube, dafür anklopfen. Brauchst du einen Hammer. Zack. Zack. Ich bin mir nicht sicher, damit habe ich mich noch nicht. Okay, der Kevin hat alles. Dann lass schnell weiterfahren. Ich wollte mich noch schnell anziehen. Für Perry. Oh, damit der was zum Auspacken hat. Hast du nicht gesagt? So, ich vermute mal, wir müssen hier lang fahren. Wir haben hier Rainbow-Lackierung. Wenn man Licht anmacht, ist das Auto von innen pink. Das ist das Dildo-Auto. Dildo-Car. Dildo-Mobil. Die anale Penetration. Okay, hier waren wir schon mal. Ich kenne mich hier super aus. Wir müssen da lang. Ja, dann merken, du hast die Map, ne? Siehst du das? Wow. Wow. Kann man ein Auto kaputt machen? Ja. Merkst du ja schon. Guck mal, da raucht auch ein Auto. Ach, hier ist Perry gestorben. Alter, der Zombie, Achtung. Oder? Wer ist denn hier gestorben? Ja, das war Perry. Oh, ich hab ein Problem mit der Radioaktivität, muss ich sagen. Ich bin schon bei 68. Nimm mal ein paar Sachen von Perry mit, ne? Night Vision nehme ich. Das ist aber nett. Die Motorsäge, die Klos sind nützlich und die Rigs. Aber Klos kann ich nicht mehr mitnehmen. Ich kann gleich nicht. Ich auch nicht. Ich guck mal hier noch. Das Swift-Magazin kann ich auch nicht mitnehmen.
Aber ich habe den Trevor Pack habe ich mitgenommen. Sorry. Ich kann auch noch ein paar Sachen mitnehmen. Ich schau noch, ob wir hier was übersehen haben oder ob was Neues gespawnt ist. Weil ich weiß nicht, wie das mit dem Spawn hier funktioniert. Ob das nur bei Server Restart respawnt oder nach einer Zeit. Jetzt haben wir hier ist ein Team, Kevin. In dem Haus, in dem Perry, vor dem Haus, da. Warte, hat der Perry gerade gesagt, er hat eine Crate kaputt gemacht? Nein, ein Zombie hat so eine Crate gerade kaputt gemacht. Oh, hier ist ein super Zombie. Hä? Ich hab hier eine. Ich hab hier einen Zombie viermal hauen müssen. Hm? Ich hab ja eine. Gut, das wieder eine Stunde. Okay, dann lass weiterfahren. Ich musste gerade viermal auf einen Zombie einschlagen, dass er kaputt ging. Alle im Auto? Warte? Nee. Muss noch schnell durchs Fenster springen wie ein alter Mucker. Bist du wieder tot? Hast du es ein bisschen auf mich abgesehen? Du bist bei mir einfach durchs Auto durchgelaufen. Hey, wer hat von euch einen Feuerlöscher? Oder wer pinkelt da? Eins zum Bein. Hier von Kevin, den muss ich auch noch wiedergeben. Ich wollte es gerade sagen, der. Aber ist jetzt nicht so wichtig. Ich muss sagen, jetzt wo ich doch Essen geskillt habe, merkt man das beim dritten Skill. Ja. Witzig ist auch, wenn du sneaky skillst, dann kannst du, wenn das voll ist, rennen und man hört keine Geräusche. Ja, aber das finde ich jetzt nicht so. Ich finde Zombies töten ganz lustig. Ja, brauchst du ja auch, um die XP zu farmen. Eben. Das wäre schon ein Zombie-Spiel ohne Zombies. Das wäre wie Daisy Standalone. Ohne hier eine Anspielung zu machen. Auf Daisy Standalone. Dem Daisy-Spiel. Dem Zombie-Survival. Was für euch? Mit Zombies. Hallo. Hallo, Perry, du Farmer. Ja, ich hab einen Farmer-Hut. Dieser Skin, ne? Hauptsache, der hat sich... Ich hab Sachen von dir. Was hast du denn für ein Backpack? Deine Kettensäge, deine Pickaxe. Das sind Zombies. Perry, hast du alles verarbeitet? Hast du noch einen Katana, Perry? Hier sind noch deine Rex und hier noch von dir. Perry, hast du alles verarbeitet? Hier habe ich noch Kevins Blowtorch. Essenmäßig, ja. Okay. Ich habe hier noch deine Night Vision, Perry. Oh ja, die werden ja jetzt, ich sehe nämlich gar nicht. Echt nicht? Ich sehe noch ziemlich viel, muss ich sagen. Ja, Perry hat sich ja richtig Mühe gegeben. Wo hast denn das Korn angepflanzt? Hier ganz hinten links ist das Korn, das größte. Ne, das hab ich angepflanzt. So. Was für ein Korn? Ja, Korn. Oder hast du da... Perry, hast du unser Korn aufgefuttert heimlich? Nee, aber ich sehe, ich hab noch fresh garbage. Perry, muss der Hammer kommen? Warum liegt mir so viel rum? Warum ist die Kiste kaputt? Die Zombie hat die kaputt gemacht. Du musst mal eine neue machen, ne? Du hast ja Craftman. Ihr wisst, dass man die Sachen, wenn man Steuerung drückt, immer auf einmal machen kann, also auf einmal rumpacken kann und dergleichen auch direkt in die Hand nimmt? Das Mucke, du hast Craftman, du musst neue Kisten machen. Wie mach ich die? Ich schmeiße mal ein bisschen Zeug hin, weil ich nicht brauche. Drei Wooden Cross und zwei Wooden Frames. Drei Wooden Cross, ich brauche ein Wooden Cross, haben wir das noch? Oh, ja, haben wir noch irgendwie Sticks? Hau doch die ganzen Sachen hier kaputt. Du bist ein Schuss. Wooden Plate, oder wie mach ich nochmal Wooden Cross? Mit Wooden Sticks. Haben wir Wooden Sticks? Hat man doch hier irgendwo. Nee, haben wir schon alle aufgebraucht. Und ich hab noch einen Chainsaw, ich kann mal kurz ein bisschen holen. Dann lass noch ganz viele auf einmal craften. Platziere hier wieder ein paar Sachen, dann wird das wieder ein Hin und Her gelootet. Yo Leute, danke erstmal fürs Wendeschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Hier oben habt ihr jetzt noch das letzte DayZ-Video und unten den letzten anderen Part. Haut rein, ciao!